Ludwig Klages, wichtiger Philosoph des 20. Jahrhunderts, ist auch in Deutschland jetzt nicht mehr so bekannt wie früher. Der hat aber ein wichtiges Essay geschrieben mit Titel Mensch und Erde, einer der ersten ökologischen Texte seiner Zeit. In diesem Text ist der Fokus natürlich auf Umweltschutz. Also wie gesagt, einer der ersten Autoren, die wirklich über das Verhältnis der Menschen zur Natur spricht. Aber was ich mit euch lesen will, ist nicht natürlich den ganzen Text, sondern ein Abschnitt. Ein Abschnitt, der aber meines Erachtens sehr wichtig ist, um wirklich auch unsere Zeit zu verstehen, unsere Gesellschaft zu verstehen. Ich lese also den Abschnitt und dann versuchen wir zusammen, das zu kommentieren. Die meisten leben nicht, sondern existieren nur mehr, sei es als Sklaven des Berufs, die sie maschinenhaft im Dienst der großen Betriebe verbrauchen, sei es als Sklaven des Geldes, besinnungslos anheimgegebenen Zahlendelirium der Aktien und Gründungen, sei es als endlich als Sklaven kosthetischen Zerstreuung. Daumens. Ebenso viele aber fühlen dumpf den Zusammenbruch und die wachsende Freudlosigkeit. In keiner Zeit noch war die Unzufriedenheit größer und vergiftender. Gruppen und Grüppchen schließen sich rücksichtslos zusammen, um Sonderinteressen in zähen Erhaltungskampf stoßen hart aufeinander Gewerbe, Stände, Völker, Rassen, Bekenntnisse und innerhalb jedes Verbandes wieder voll Eigensucht und Ehrgeiz die einzelnen Menschen. Hier geht es um das Thema des Individualismus. Was sagt Ludwig Klages? Die meisten Menschen kämpfen gegeneinander. Auch die Menschen, die vielleicht versuchen sollten, zusammenzukämpfen, um vielleicht einige Ziele zu erreichen, vielleicht die Arbeiter sollten zusammenkämpfen gegen die Kapitalisten, das machen sie nicht. Sie wollen auch die Verbände, die zusammen sein sollten, kämpfen zwischen Gruppen und Grüppchen, sagt Klages zusammen. Die wollen wirklich, es gibt so in der Gesellschaft, nach der Meinung von Klages, einen ständigen Kampf zwischen den Individuen. Statt, wie gesagt, zusammen mitzuarbeiten, wollen die Menschen wirklich, die ganzen Menschen miteinander kämpfen. Also eine tragische Beschreibung der Gesellschaft, wo es wirklich keine Möglichkeit mehr gibt, eine Gemeinschaft zu bauen, sondern wirklich Individualismus als einziger Zweck. Aber was sagt er dazu? Er kritisiert auch die Arbeit. Er sagt, die meisten leben nicht mehr, die meisten Menschen leben nicht mehr, sondern sie existieren nur. Sie sind als Maschinen, sie arbeiten als Maschinen im Dienste von diesen großen Kapitalisten, von diesen Menschen, von diesen reichen Leuten, die aber auch Sklaven sind. Nicht nur die Arbeiter sind Sklaven, weil sie ganz wenig verdienen und so ausgenutzt werden, sondern auch die Reichen sind Sklaven, weil sie, wie gesagt, Sklaven des Geldes sind. Die haben ganz viele Gelder investiert, wie jetzt immer noch, so in Aktien und Gründungen, und jetzt sind sie traurig. Die sind reich, aber die sind nicht froh, weil sie immer mehr Geld haben wollen. Und als wir wissen, wenn sie so dieses Geld nicht mehr haben, weil sie vielleicht Geld investiert haben, die sie dann verlieren, dann fühlen sie wirklich diese große Traurigkeit. Die werden traurig, weil sie es nicht mehr schaffen, so viel Geld zu bekommen, wie sie wollen. Und deshalb sind so nach der Meinung von Klages alle Menschen traurig, alle Menschen sind verzweifelt. Sowohl die Armen, die wie gesagt Sklaven der Kapitalisten sind, als auch die reichen Leute, vielleicht die Unternehmer, die Arbeitgeber, die ganz viel Geld haben, aber die sie aber so Sklaven von diesen Aktien und Gründungen sind. Die sind Sklaven auch von dem Lärm, sagt, von dem Lärm von diesen großen Städten, wo sie leben sollten. Also eine wirklich tragische Beschreibung von unserer Welt, von unserer modernen Welt, wo es wirklich keinen Platz mehr gibt für die Entwicklung, die natürliche Entwicklung der Menschen. Die Menschen fühlen sich so in dieser Welt, wie gesagt, in einem Gefängnis, so wie in Prigione.
die fühlen wirklich, dass sie es nicht mehr schaffen, so harmonisch mit der Welt zu leben. Deshalb sind sie Sklaven. Wie gesagt, nicht nur die Armen, sondern auch die reichen Leute sind Sklaven. Und die einzelnen Menschen kämpfen nicht zusammen, haben kein Gemeinschaftsgefühl, sondern sie wollen gegeneinander kämpfen. So wirklich eine furchtbare Beschreibung von unserer Gesellschaft. Jeder von uns kann dann entscheiden, ob diese Beschreibung überhaupt Sinn hat oder ob das sinnlos ist. Aber trotzdem fühlen wir so viele interessante Anmerkungen über unsere heutige Gesellschaft.